Da war gerade so ein Arschloch, der hat da Russenflaggen und das Z gehabt. Also die verfolgen mich zurzeit, weil ich Ja. gesagt habe, wenn jemand das Z benutzt, also um das auch nochmal deutlich zu sagen, weil ja alle möglichen Kampagnen gegen mich laufen. Also natürlich kann man auch weiterhin das Z benutzen. Aber wenn man das Z als Symbol des brutalen Angriffskriegs gegen die Ukraine nutzt, dann finde ich, muss man das strafrechtlich ahnden. Ja, das. Dann sympathisiert man mit den Faschisten in Russland, dann sympathisiert man mit einem Staat und mit einem Regime, das ein anderes Land brutalstmöglich überfallen hat. Und das wollte ich hier nochmal gesagt haben, weil die gehen mir echt auf den Zeiger, diese Typen. Ja, ich suche Die gerade scheißen parallel. mich voll mit diesem Z. Auf Facebook und auf Twitter kommen die überall und jetzt auch auf Instagram mit ihrem komischen Z. Ja, ihr seid Arschlöcher. Hört auf damit. Kann ich unterschreiben. Gut, sorry, ich habe mich jetzt mal kurz vergessen.